Nach der Pleite im Revierderby gegen Borussia Dortmund wachsen beim FC Schalke 04 offenbar die Zweifel an Sportvorstand Christian Heidel. Personelle Konsequenzen sind möglich. Wie die Bild berichtet, sind Clubchef Clemens Tönnies und der Aufsichtsrat der Königsblauen nicht gänzlich von Heidels Fußballkompetenz überzeugt. Insbesondere im Scouting und in Sachen Transferpolitik sieht die Führungsetage Luft nach oben. Personelle Konsequenzen sind möglich. Schalke könnte dem Bericht zufolge einen externen Berater, ähnlich wie Matthias Sammer beim BVB, oder einen hauptamtlichen Kaderplaner verpflichten. Laut WAZ soll Heidel bei einer turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung sogar schon angeboten worden sein, künftig einen sportlichen Experten an die Seite gestellt zu bekommen. Erste Namen machen bereits die Runde, angeblich sollen die ehemaligen Schalke-Profis Mike Büstens und Christoph Metzelder zum Kandidatenkreis zählen. Schalke 04 im Abstiegskampf angekommen. Die Gründe für diese Überlegungen liegen in auf der Hand. Der Vizemeister rangiert nach dem 1:2 gegen den BVB weiterhin im Tabellenkeller. Als 14. haben die Knappen nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Heidel selbst rief nach dem Derby den Abstiegskampf aus. Ja, wir befinden uns momentan in dem Bereich. Wir stehen da hinten und kommen nicht raus. Frappierend, Schalke gab vor der Saison mehr als 50 Millionen Euro für neue Spieler aus. Wirklich überzeugen kann bislang keiner der Neuzugänge. Auch diese Horrorbilanz schwächt Heidels Standing im Club.